Maler, der Künstler Arno Schmädchen. Seit fast einem Jahr beschäftigt er sich mit diesem Werkstoff und bezieht ihn auch in seine Malerei ein. Ungewöhnlich würden die Techniker finden, denn CFK, Frau Wanke hat es gesagt, hat so viele bemerkenswerte Eigenschaften, die es als technischen Werkstoff einzigartig machen, doch der Künstler Schmädchen benutzt es wie Farbe. Wir sehen hier in der Ausstellung die grundsätzliche Arbeitsweise des Künstlers. Diese sehr speziellen, auch haptischen Malereigenschaften öffneten ihm eine gestalterische Ausdrucksweise, die mit einer reinen Farbe nicht möglich gewesen wäre. Künstlerische Forschung, wie wir sie unter anderem auch von Willy Baumeister kennen, der Sand unterschiedlichster Körnung in seine Farben mischte, oder aktuell Damien Hirst, der exotische Schmetterlinge in die nasse Malschicht seiner Butterfly Paintings einsinken lässt. Vor diesem Hintergrund war es für Schmädchen überhaupt möglich, sich auf das Experiment mit CFK einzulassen. Das Material hat die unterschiedlichsten Oberflächen, sowohl in seiner visuellen als auch in seiner strukturellen Anmutung. Glatt, geflochten oder mit Gewebeanmutung, foliendünn oder mehrere Millimeter dick. Mal reflektieren die polierten Stücke, so wie bei Bentley, mal schimmert die Textur matt glänzend. Erstmal zum CFK Valley, das finde ich faszinierend und ich glaube, dass es auch so ein wirklich Punkt in Niedersachsen ist, aus dem Innovation, Arbeitsplätze, Zukunft entsteht. Und die Idee, einen Künstler anzuregen, mit diesem Material, was phänomenal ist, zu arbeiten, künstlerisch, die fand ich sehr gut und ich habe hier nicht nur viele Kunstwerke, die mir gefallen, sondern auch vielen anderen, die heute diese Ausstellungseröffnung besuchen. Ministerium für Wissenschaft und Kultur und hier auszustellen ist natürlich ein Meilenstein, ist ganz klar. Und dass die Hausherrin so schöne Worte gefunden hat für diese Ausstellung, super, freue ich mich doppelt. Also die Kunst passt wunderbar in dieses Haus. Diese 30 Meter hohe Treppe ist ein Meilenstein in der Architektur gewesen und so wie dieser modernen Formensprache vor 50 Jahren, also hochmodern, völlig ungewöhnlich, passt es auch, Kunstwerke zu präsentieren, die ebenfalls sehr ungewöhnlich sind und nicht Mainstream. Es kommt ein neuer Werkstoff ins Kunstgeschehen. Besonders die Bildhauer wird es interessieren und es wird nur ein paar Jahre dauern, dann werden sich die Bildhauer der Welt auf dieses Material stürzen. Niki de Saint-Phal hat zum Beispiel Glasfaser eingesetzt für ihre Nanas und diese CFK-Werkstoffe werden mit Sicherheit in absehbarer Zeit die Museen der Welt füllen und dass ich einer der Ersten sein kann, also quasi zu den Pionieren gehöre, die damit arbeiten, das ist natürlich für mich ein absoluter Meilenstein. Also ich bin nach Hannover gekommen 1978, habe hier 13 Jahre gelebt, mein Abitur gemacht, hier studiert und jetzt hier im Kulturministerium auszustellen, das ist natürlich für mich ein Top-Erlebnis. Ja, als ehemaliger Kunststudent aus Hannover jetzt hier meine Bilder zeigen zu können, das ist ja für mich ganz grandios. Ja, ich bin sehr dankbar für diese Entwicklung. Und ich werde jetzt tatsächlich auch Skulpturen schaffen und habe so viel Rückhalt und Unterstützung in Stade, nämlich eben im CFK Valley, dass es möglich sein wird, auch richtig raumgreifende Skulpturen zu schaffen, vielleicht auch stadtbildprägende Skulpturen. Und es gibt Pläne, eben im April beginnend im Stader Sand aufzuhübschen. Die alte Flakstation wird ein begehbares Kunstwerk werden, eine begehbare Kunstskulptur mit einer großen CFK-Skulptur obendrauf. Und ich denke, das ist nur der Anfang einer Entwicklung in meinem künstlerischen Schaffen.